Hallo zusammen, ich bin der Kai von der DLRG Ortsgruppe Neustadt und wir wollen heute über die Herz-Lungen-Wiederbelebung sprechen. Dazu folgende Situation. Wir gehen durch Neustadt und vor uns bricht eine Person zusammen. Was ist zu tun? Darüber wollen wir jetzt sprechen. So, wir haben unsere Person jetzt hier auf dem Boden liegen und wir müssen das Bewusstsein überprüfen. Dazu rütteln wir an die Schulter, sprechen die Person an. Hallo, hallo, können Sie mich hören? Person ist nicht ansprechbar. Wir würden jetzt laut um Hilfe rufen und das ist situativ. Sind wir irgendwo im Wald, brauchen wir das nicht tun, weil wir dort niemanden haben, der uns hören kann. In unserem Fall sind wir in der Stadt Neustadt. Dort wollen wir auf uns aufmerksam machen. Hilfe, Hilfe, hier liegt jemand! Wir würden danach jetzt schauen, ob die Person atmet. Dazu werde ich gleich den Kopf überstrecken. Eine Hand geht ans Kinn, die andere Hand geht an die Stirn. Wir hören, sehen, fühlen. Dazu öffnen wir die Kleidungsstücke, überstreckt den Kopf. Und höre, sehe, fühle 5 bis 10 Sekunden. Und wir sollen uns auch sicher sein, dass die Person nicht atmet. In dem Fall atmet sie nicht. Person ist bewusstlos, hat keine Atmung. Jetzt würde der nächste Schritt folgen. Notruf absetzen, AED holen lassen. AED steht für automatischen externen Defibrillator. In der Zeit werden wir die Herzdruckmassage durchführen. 30 Mal wird sie durchgeführt. Zum Komprimieren drücken wir den Brustkorb ca. 4 bis 5 cm runter. Es kann nicht viel passieren, außer dass man eine Rippe bricht. Wenn eine Rippe bricht, ist es kein Problem. Wir machen einfach weiter. Gerade bei älteren Personen, die ein Rippen porös sind, kann das vorkommen. Es hindert uns aber nicht, die Kompression weiter fortzuführen. Es ist bei der Kompression auch darauf zu achten, dass ich eine harte Unterlage habe. Das heißt, in unserem Beispiel in der Stadt Neustadt haben wir eine harte Unterlage durch Asphalt bedingt. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung mache ich so lange, bis die Person zu sich kommt, bis ich jemand habe zum Ablösen, oder bis der Rettungsdienst eingetroffen ist. Wir nehmen die beiden Brustwarzen, die Mitte. Dort setzen wir den Handballen an, spreizen unsere Finger, strecken die Arme durch und komprimieren 30 Mal. 1, 2, 3. In einer Frequenz zwischen 100 und 120 Mal pro Minute. Wir wollen ja den Körperkreislauf im Fluss halten, sodass die wichtigen Organe und gerade auch das Gehirn, Herz, Lunge, Leber, Niere mit Sauerstoff versorgt werden. Danach folgt die Atemspende. Wir beatmen zweimal und es gibt die Mund-zu-Mund-Variante und die Mund-zu-Nasen-Variante. Ich mache die Mund-zu-Mund-Variante. Dazu überstrecke ich den Kopf, eine Hand geht unter das Kinn, mit der anderen Hand drücke ich die Nase zu. Ich beatme jetzt praktisch in den Mund. Wichtig dabei ist, dass der Blick Richtung Brusttop geht, weil ich dann sehe, ob er sich leicht hebt oder senkt. So, das AED ist jetzt endlich eingetroffen. Wir packen das AED aus, schalten es an. Schulungselektrodenstecker einstecken. Stecker eingesteckt. Elektroden fest auf den entblößten Brustkorb drücken. Kleben die Pedals wie abgebildet auf den Brustkorb. Unbedingt Abstand vom Patienten halten. Herzrhythmus wird analysiert. Wichtig ist gerade beim automatischen externen Defibrillator AED, dass wenn das Gerät sagt, Herzrhythmus wird analysiert, dass wir dann auch Abstand halten vom Patienten. Das ist Eigenschutz.
Es fließt schon ein minimaler Strom und wir wollen uns hier nicht in Gefahr begeben. Wenn die blinkende Taste kommt, Schock auslösen, drücken wir auf die Taste. Wichtig dabei ist, dass wir den Patienten nicht berühren, weil wir dann unter Umständen mitdefibrilliert wären. Schock empfohlen. Unbedingt Abstand vom Patienten halten. Jetzt sagt das AED, Schock empfohlen. Wir drücken auf die Taste und lösen den Schock jetzt aus. Schock abgegeben. Alarmieren Sie den Rettungsdienst. Der Patient kann gefahrlos berührt werden. Herzdruckmassage und Beatmung beginnen. Ich würde jetzt mit der Kompression und der Beatmung fortfahren. Das war die Herzlungenwiederbelebung. Wir machen diese Herzlungenwiederbelebung so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass die Person im Laufe der Reanimation und der Defibrillation wieder zu sich kommt. Sollte es wieder erwartend so sein, dass während der Herzlungenwiederbelebung der Patient zu sich kommt, hören wir natürlich auf. Das wäre natürlich das Optimalste von allen. Ansonsten machen wir das so lange, bis der Rettungsdienst vor Ort eintrifft.